Moin, also die erste Nacht war sehr erregend. Also wir haben mitgekriegt, Henk ist eine ganz hinterlistige Sau und er hat auch noch nicht sein Bett gemacht, genau wie ich. Und Henke hat mich angemalt, obwohl ich wach war. Das kriegt die Sau wieder. Den mache ich so fertig. Naja, es wird er halt merken. Ich habe so viele schöne Farben mit. Dann haben wir noch lustige Geschichten erlebt. Zum Beispiel, dass Weiber alle blöd sind. Wir brauchen bloß sie einladen und sie bringen uns Alkohol mit. Ja, dann haben wir noch eine Spionageaktion gestern durchgeführt. Wir mussten immer die Hauswände durchsuchen oder untersuchen. Immer gucken, ob irgendjemand kommt. Ja, und wenn wir die Frau Dietrich oder die Frau Magiera gesehen haben, mussten wir uns tarnen. Dann rannten irgendwelche Leute weg und natürlich war es alle: Patrick, bleib stehen, Patrick, bleib bloß stehen. Ja, was hatten wir noch? Ach, Henke hat uns eine lustige Geschichte erzählt. Er hat sich das erste Mal den Sack rasiert. Was hatten wir noch Schönes? Eigentlich ansonsten geht schon. Für die erste Nacht nicht schlecht. Jetzt muss ich euch noch sagen, gestern lief 24 Stunden der PlayStation. Er läuft jetzt noch und ja, ich habe vielleicht 2 Stunden geschlafen. Aber sonst geht's ganz gut. Dani, sein Zimmer sieht auch sehr schön aus. Und wir haben uns gestern noch mit dem Zitterhorn angefreundet. Die Wabe war noch mal da. Die Kerle sind ganz lustig. Haben unsere Lehrer zugetextet mit irgendwelchen Scheiß, dass wir keinen Alkohol trinken dürfen. Und dann kommt schon die Anna. Was soll ich euch jetzt mit Bazillen? In dieser Nacht. Du Tobias ist gestern Lack schon doch. Das war so ekelhaft. Ich dachte, ich muss sterben. Hätte doch was gesagt, ich hätte es gefilmt. Ich dachte, du Tag des jüngsten Gerichts kommt. Ehrlich, mein, seinen Schlüppern kam der hier runter. Ich denke, Nacksch, Schlüpper hatte der nicht mehr an. Ja, der Schlüpper an. Soll ich kommen, wie sie braun oder? Boah! I3X oder was? Nee, das war schon eine Beige. Nee, Zonebuchsen, so richtig schöne. Was für Boxenbuchsen? Zonebuchsen. Zone, weißt du? Weißt du, wo ich wohne? Ich wohne in der Zone. Von was denn? Du hast da kein Alkohol getrunken? Nee, ich hab trotzdem nicht. Oh, diese Energy Drinks, die hauen rein, ey. Oh, anderthalb und ich hab schon angefangen mit Tanzen, nackt auf dem Tisch. So, Tobias, die Kleider vorm. Ey, ciao, film mich hier nie. Ja, würde ich nie tun. Also, die Kleider gestern auf dem Tisch. Na, aber. Ging so ab. Claudia, die war doch krass. Claudia hat nur rumgeblickt und nur so eine Kacke. Okay, jetzt mal sehen müssen. Denke mal was Lustiges. Nee, kann ich nicht. Machst du mal den Kunden jetzt gut? Ja, ist mal die Klappe hängen. Quatsch mal, wir nehmen meinen Security Boy an. Haha. Kann ich auch machen. Jetzt okay, müssen wir in den Ballon? Was in den Ballon? Fashion Cowboy. Look to me, man. Oh yes. Alles klar. Ich spiele die Kamera aus. Wollen wir jetzt ja ganz schnell rum? Mensch, Leo, ich krieg's auch noch vor die Cam. Lukas Braun hat der ältere Lebensjahr gegeben. Er hatte in den Dammstuben 6 Jahre. Ich hoffe, Mensch.